Heute wieder ein neues Video auf meinem Kanal. Dieses Mal bin ich in Luxemburg unterwegs. In dem Wohnhaus Hommel müsste eigentlich den meisten von euch bekannt sein. Rundrum sind verschiedene Neubauten, also müssen wir hier ein bisschen leiser sein, angrenzend auch die Hauptstraße. Und wenn ihr mehr sehen wollt von dem Haus, bleibt einfach dran. Jetzt habt ihr erste Einblicke bekommen, was euch im Inneren erwartet. Ich hole euch jetzt einfach mal mit auf Tour. Viel Spaß! Ich befinde mich jetzt in der angebauten Scheune am Wohnhaus. Mal schauen, was wir hier alles so finden. Hier gilt natürlich ein besonderer Gruß an alle anderen, die schon hier waren, die sich hier verewigt haben. Vielleicht erkennt der eine oder andere sich noch mal selber. Auch hier. So, wie eben schon erwähnt, befinden wir uns jetzt in der Scheune. Ich schaue mal, was hier alles noch so rumliegt. Alter Sessel. Dann gehen wir mal weiter durch. Hier war wohl mal ein Hühnerstall gewesen. Hier liegt überall noch das Stroh auf dem Boden. Und hier konnten dann die Hühner hochklettern. Hier steht noch eine alte Schnapsflasche. Hier unten drunter ein alter Schrank. Hier noch einen richtig alten Gaskocher. Das war jetzt die Scheune. Dazugehörend war noch der Hühnerstall. Vorne noch so ein kleines Badezimmer mit Badewanne und Waschbecken, und jetzt befinden wir uns im eigentlichen Wohnhaus. Hinter mir ist die Haustür zu sehen. Vorne, wo ihr jetzt nicht sehen könnt, ist noch eine Haustür. Das heißt, es gab irgendwie zwei Haustüren. Hier oben hängt noch so eine schöne Lampe. Wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer. Hier ist noch so ein uralten Staubsauger. Überlegen, was auf jedem Bild dargestellt werden soll. Jeder sucht sich ein Bild aus. Bilder austauschen und einander helfen. Hier liegt noch die Tageszeitung Luxemburger Wort, 18. Januar 1991. Selbstgeschriebenes Telefonbuch. Hier liegen noch überall alte Zeitungen, Bilder rum. Dann gehen wir mal einen Raum weiter. Hier ist noch so ein alter Schrank. Hier stehen sogar noch Medikamente rum. Das ist natürlich gut, man das sehen kann. Hier blättert richtig schön die Farbe von der Tür ab. Hier liegen auf dem Esstisch auch noch jede Menge Zeitungen. Hier noch eine alte Schnapsflasche. Hier so ein kleines Kochfeld mit Blumen dazu. Kaffeebehälter, wo man früher Kaffeepulver reingemacht hat. Und hier geht es jetzt die Treppe hoch. Mann, oh Mann, guckt euch das mal an. Da kommt schon die Decke runter. Müssen wir mal gucken, wie weit wir vorkommen. Ich gehe einfach mal hier in den nächsten Raum rein. Oh, oh, krass. Guck mal her. Hier ist die ganze Decke runtergekommen. Hier befinden wir uns jetzt im Schlafzimmer. Hier ist noch das Bett.
Und oben drüber hängt ein Bild. Und hier oben an der Decke noch so eine schöne Lampe mit so einer Verzierung drum. Und auch hier ist bereits die Decke runtergekommen. Hier war wohl früher mal ein Spiegel drin gewesen, der leider raus ist. Und da unten drunter sogar mit einer Marmorplatte drauf. Ein kleiner Schminktisch. Hier geht es noch eine Treppe weiter hoch. Ich guck mal, wie weit ich da vorkomme, weil hier ist nämlich echt alles sehr morsch. Ja, guckt euch das mal an. Da vorne sieht man schön, wo der Boden eingestürzt ist. Das hat man eben von unten gesehen. Da ist wohl noch eine alte Räucherkammer. Hier steht noch ein ganz altes Regal. Hier ist noch so ein ganz altes Kinderbett. Und von oben ist die Decke eingestürzt und alles rund auf das Kinderbett gefallen. Hier sind noch irgendwelche alten Hefte mit Matheaufgaben. Der Hammer. Ein richtig altes Klavier steht hier. Hier sind auch irgendwelche alten Hefte. Hier ginge da wohl mal den Speicher hoch mit so einer ausziehbaren Leiter. Hier liegt noch Holz. Hier können wir direkt draußen auf die Straße sehen. Ich bin jetzt mal wieder draußen. Hier ist noch eine Garage. Steht noch so ein uralter Ofen. Ein echtes Schmuckstück. Hier angrenzend zu dem Wohnhaus ist noch eine Scheune. Hier noch alte Gasflaschen. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben. Ich ziehe jetzt noch ein bisschen weiter rum hier in Luxemburg. Guck mal, was ich noch so alles finde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.